Hallo und Servus, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dishonored. Ihr erinnert euch, wir stehen hier schön am Sonnenaufgang-Untergang und sind auf dem Weg zu unserer nächsten Mission. Zumindest sobald wir hier mit Labertasche Samuel gesprochen haben. Das machen wir jetzt auch gleich und fackeln nicht lange. Wir haben ja lang genug gewartet in der letzten Folge. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Ich empfehle nur, mit der besten Ausrüstung aufzubrechen. Das ist gar keine schlechte Idee, lieber Samuel. Aber... Moment mal, Brandbolzen. Ja, okay. Mal gucken, ob ich da noch was einkaufen kann. Mal Kohle habe ich noch ein bisschen. 283 Geld. Kann ich das eigentlich direkt hier machen oder muss ich wirklich... ich muss wirklich zu Piero. Del Piero. Was kann ich für Sie tun? Verkauf mir Brandbolzen, du Sack. So, lassen Sie uns über Verbesserungen und neue Ausrüstung sprechen. Man kann gar keine Brandbolzen kaufen. Na dann. Dann habe ich alles, was ich brauche und darf mich auf den Weg zur Mission machen. Zap. Ah, komm, den gönnen wir uns. Den einen. Ha! Da guckst du, ne? Haha, siehst du, Samuel? Da guckst du. Ich muss mal schnell die Waffenslots. Zwei die Pistole. Drei ist eine. Ist das eine Brand. Nee, ist eine normale Granate. Die möchte ich gar nicht auf 3 haben. Ich möchte auf 3 den Teleport haben. Auf 4 die Nachtsicht und auf 5 das Herz. Und auf die Granate lege ich mir mal auf 0 erstmal. Es kommen ja noch einige Sachen dazu. Schauen wir mal, 0 ist unsere Granate. Genau, dann haben wir hier Pistole, Armbrust, unseren Teleporter, die Nachtsicht. Nachtsicht ist übrigens ziemlich cool. Ja, wir sehen dann auch durch Wände hindurch Feinde, so. Und der Kegel zeigt uns an, in welche Richtung die gucken. Und die Nachtsicht bleibt auch eine Weile an, habe ich schon mal festgestellt. Was ziemlich gut ist. Und dann haben wir hier noch unser Herz. Sie verdünnen den Wein mit Flusswasser. Und wenn jemand umkippt, holen Sie neue Flaschen aus dem Keller. Ah, so machen die das. Na dann, auf geht's da. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Ich bin bereit. Ach, jetzt setzt er die Maske auf, okay. Destilleriebezirk. Destilleriebezirk, jetzt. Oberaufseher Campbell. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Dunwalls und ein enger Verbündeter des Lord Regenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dringe ins Büro des Oberaufsehers ein, stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaisertreuen, dort gefangen gehalten. Befreie ihn und verhilf ihm zur Flucht. Destilleriebezirk. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei ihm. So. Missionshinweise lesen wir uns gleich durch. Die Stadtwache kontrolliert den Clavering Boulevard jenseits der ersten Lichtwand. Die Bottle Street Gang herrscht über die Seitenstraßen des Boulevards. Die Lumpengräfin lebt in einer Wohnung am Ende der Endoria Street. Okay, das mit den Lichtwänden, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. So weit und nicht weit habe ich übrigens gespielt. Also ich kenne noch einen bestimmten Spot, den sage ich dann auch gleich. Weiter habe ich nicht gespielt. Bin jetzt entsprechend ein bisschen aufgelegt, weil ich mich ja auch nicht so leicht tue hier mit
So, Ratte geklaut. Haha, jetzt hast du nichts zu essen, Sam. Nicht so leicht zu mit so Stealth-Geschichten, ne, wie ich ja schon mal erwähnt hatte. Und wie ihr in den Folgen davor auch bemerkt habt, das ist wirklich nicht so easy für mich. Mal gucken, was wir da... Oh, mal. So, Betäubungsbolzen. Vielleicht können wir den ersten gleich mal ein bisschen ins Bett schicken. Oh, was denn das? Artus Notiz. Liebste Gwen, die Stadt wird brennen. Ich habe alles verkauft. Nur du bist hier noch für mich von Bedeutung. Ich warte auf dich dort, wo die Reste des Clavering Boulevard in den Fluss gestürzt sind, wo wir uns einst getroffen haben. Wir nehmen das Geld, das ich verdient habe, und kaufen uns damit eine Passage auf einem vorbeiziehenden Walfänger. Ohne dich werde ich nicht gehen, und wenn du nicht mitkommst, dann bin ich lieber Rattenfutter. In Liebe, dein Arthur. Wie herzzerreißend. Da haben wir eine Mission dazu. Okay, ein Mann namens Arthur wartet mit seinen gesamten Ersparnissen auf eine Frau namens Gwen am Ende des Clavering Boulevard. Interessant, interessant. Also, was machen? Ratti? Zip. Oh, was hat die humpelt? Was ist das für ein Schwert? Na, okay, gut. Hab mich schon gewundert, was das für ein Schwert ist, aber mit dem ich nicht mal eine Ratte töten kann. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. So, eins muss ich auf jeden Fall machen. Ah, da gucken wir aber erstmal, checken wir mal ein bisschen unsere Nachtsicht. Ah, da sehen wir jetzt nämlich gerade, wo die hinblicken. Betäubungspfeil. Zap. Und gute Nacht. Alter Freund. Na, das haben wir doch eigentlich ganz gut gemacht. Nur die anderen dürfen uns nicht entdecken. Okay, der hat nichts dabei, was wir mitnehmen könnten. Ach cool, der schnarcht. So, bleibst du liegen. Ah, die sind zu dritt. Sieh mal eine an. Ich dachte, es wären nur zwei. Ah, die werfen hier die Leichen drauf. Da gehe ich also mal nicht hin. Muss ich mich da noch entdecken. Oh, hier ist jemand. Zivilist. Das weiß ich allerdings schon. Auch Zivilisten dürfen mich nicht sehen. Also wenn mich Zivilisten sehen, bin ich auch genauso. Also die rufen gleich nach Hilfe. Da singt doch jemand. Müsste doch noch eine weitere Person irgendwo sein. Oh, bitte was? Ah, hat uns da jetzt einer entdeckt und läuft weg. Holt er vielleicht Hilfe? Hoffentlich nicht. Auf geht's, das schaffen wir. Okay, die Dame ist vorne. Ups. Noch nicht erwischen lassen. Da oben blinkt doch etwas. Können wir die nicht einfach... Ist ja natürlich gut, wenn wir die... Wenn wir die nicht tödlich angreifen, so ein bisschen... Verdammt, ekelhaft. Von hinten erwürgen, dann ist die gestunt. Eins, zwei, drei, hoch. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Immer her damit. Er Falten zum Tragen. Naja, können wir nehmen. So, die lebt nämlich noch. Haben wir niemanden getötet? Aber die schleicht auch. So, dann die uns nämlich nicht gesehen und kann uns auch nicht sehen, solange sie schläft. Nach Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie zwei Tage lang in Quarantäne bleiben. Wir haben niemanden aufgeschleppt. Dose mit Essen, so super. Jetzt haben wir nämlich volle Energie.
So, und jetzt mal schön weiterschleichen. Der Hals da ist. So, haben sich die anderen jetzt verzogen? Die werfen hier noch, ne, mit den Leichen. Die Seuche hat den halben Block ausradiert. Besser sie als wir. Ein paar hatten wenigstens Geld. Steht keiner. Eins, zwei, drei, hoch! Gut, immer her damit. Oh, da ist einer. Da kommt einer. Können wir den vielleicht auch betäuben? Eins, zwei, drei, hoch. Oh, sehr gut. Hey, aufwachen. Oh, vielleicht. Aufwachen, ja, ja. Ich werde dein Versteck finden. Ups. Und dann geh du vielleicht auch noch schlafen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. So, und gute Nacht. Ich werde dich finden. Renn schön. Wo bist du denn? Der Hals da ist. Hier, okay. Okay, okay, okay. Dann schicken wir den vielleicht. Nee, ich darf nicht so viele dieser Pfeile verbrauchen. Ne? Ich kann die so nicht so viele mitnehmen. Ach, das sind hier. Gott, nein, 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 nein. Gar keinen Fall auf mich aufmerksam werden, Jungs. Sag mir doch nochmal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen. Hast du was vom Kopf bekommen? Ja, da ist. Ah, der guckt sich hier gerade um. Ich weiß, dass du hier bist. Ah, du weißt gar nichts. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Immer her damit. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Keine Sorge, ich finde dich schon. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Achtung, Bürger von Dunbar. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Oh, was? Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise... Gott. Wieso kommen die jetzt auf einmal alle? Verdammt! Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall herzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. So viel zum Thema Stealth. Aber wieso haben die mich da gesehen? Also die haben wahrscheinlich einfach nur jetzt gerade geguckt. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich mit dem einen beschäftigt war. Achtung, Bürger von Dunbar. Folgende Geschäfte werden langsam wach. Von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surf. The Duke and Dancer Alehouse. Barrett's Printing Firm. Pennyworth Tech and Saddle Emporium. Und die Smoke Street Dice Hall. Okay, ich dachte schon, der wird jetzt langsam irgendwie wieder zu sich kommen. So, du bleibst auch da liegen. Die sind jetzt hier tatsächlich alle weg. Okay, und jetzt sage ich euch, wie weit ich gespielt hatte, nämlich genau bis zu dem Punkt, an dem ich mich mit diesen Artefakten hier befasst habe. Knochenartefakt. Ich weiß jetzt schon auch gar nicht mehr, wofür die gut sind. Ich weiß aber, dass es hier einiges zu holen noch gibt. Die Rune, die hatte ich noch nicht. Da weiß ich auch noch im Moment gar nicht, wie man da hinkommt. Genau, da gibt es noch eine Rune. Siehst du mal, wusste ich so gar nicht. So, wir können hier rüber. Mal hier schon durchschleichen. Zack. Und hier sind wir auch schon. Knochenartefakt nehmen.
Knochenartefakte. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Hm, okay, mal sehen, was das denn macht. Neues Knochenartefakt. Spirituelle Quelle. Du regenerierst etwas schneller Mana. Hm, das ist doch gut. Aktivieren. Ah, und das tragen wir jetzt also so bei uns. Sehr schön, cool. So, brauchen wir nicht mehr. Tod im Monat der Lieder. Und auch hier gilt wieder, ihr dürft gerne lesen. Ich scrolle durch. Darren and Gwen, ah, das ist hier von unserer... von der Notiz, die wir gefunden haben am Anfang der Mission. Dann ist der hier... wie hieß der nochmal? Der Darren. Der arme Darren ist es. Oi. Finden wir denn auch noch eine Gwen? Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Das Herz haben wir auf der 5. Also gucken wir mal, den Rest dürften wir dann unterwegs aufsammeln können. Auf zur Lichtwand. Da müssen wir hin. Na, da stehen auch schon die nächsten. Also was ich weiß, es gibt die Möglichkeit, hier diesen Tank zu entfernen. Und dann ist die Lichtwand deaktiviert. Ah, genau, da sehen wir, wie die funktioniert. Ne? Laufen die Ratten durch, sind sie sofort hinüber. Aber echte Ratten wären, glaube ich, nicht so doof. Da würde eine sterben. Ah, spiele auf deine Art, alternative Wege. Du kannst diese Lichtwand auf verschiedene Weise überwinden. So, da haben wir zuerst. Deaktiviere sie, indem du den Walöltank entfernst. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Klettere auf die Kisten rechts und wähle den Weg über das Dach. Das ist das, wo wir gerade sind. Finde einen anderen Weg, indem du der Straße nach rechts folgst. Das wäre dann nicht hier. Und übernimm mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte und benutze den kleinen Tunnel auf der linken Seite. Das können wir noch nicht machen, weil wir diese Kraft nicht haben. Oder zumindest noch nicht. Die holen wir uns aber auf jeden Fall. Wie alle anderen auch. Hoffe ich doch mal. Und ja, witzigerweise war ich in dieser Gasse rechts schon mal. Oh, Moment mal. Kann ich da jetzt nicht noch höher klettern? Doch. Ah, okay, 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 okay. Das Herz pocht, sagt er mir. Knochenartefakt 16 Meter, Rune 76. Ich will natürlich auch die Rune nicht verpassen, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Also gucke ich mal, ob ich da jetzt noch hinkomme. Abfalleimer wird geöffnet. Achtung, da können wir uns eigentlich in so einem Abfalleimer bitte verstecken. Machen Sie den Weg frei, wenn tatsächlich. Sie ein motorisiertes Fahrzeug ach, das ist cool, das gefällt mir. Im Staatsdienst näher. Diese Fahrzeuge werden weder ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn ihnen Bürger im Weg stehen. Ah, da ist wieder eine Zivilistin. Oh, sehr gut, ein Elixier. Und Geld. Liegt hier einfach so rum. Es lohnt sich also wirklich, sich umzusehen, weil man hier allerhand Sachen findet. Was haben wir nochmal? Nochmal. Ah, sehr gut. Brauchen wir eh für Energie. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Ah, und hier geht's auch noch weiter. Was sagt unser Herz? Ach, die Rune ist irgendwo hier, aber da kommen wir so nicht hin, ne? Da ist. Nee, nee, nee.
Da muss es einen anderen Weg geben. Ah, vermutlich müssen wir hier rein. Hauptschlüssel der Lumpengräfin erforderlich. Ah, okay. Ah, das heißt, wir müssen uns zuerst zu der Gräfin bemühen und dann können wir wahrscheinlich in diesen Bereich rein und finden dann erst diese Rune. Also hier holen wir uns nochmal ein bisschen Walfleisch, Walfleisch, Walfleisch. Wahlweise Walfleisch. Rattenspieß brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, sehr schön. Mana, Heilkräuter, Betäubungsbolzen. Zwei Stück gleich. Wunderbar. Sehr schön. Haben wir gerade verbraucht. Nein, wir bleiben hier. Wir bleiben erstmal hier. Und diese Destillerie müssen wir da... Ah, nutze die Bottle Street Gassen. Genau, das waren wir gerade. Aber das hat nichts mit der Destillerie zu tun. Da würde ich wahrscheinlich wirklich... Würde ich dann die Mission verlassen? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ah, okay. Hier haben wir die nächsten. Und da sind wir jetzt tatsächlich dann an der Lichtwand so vorbeigekommen. Hm. Machen wir doch gleich mal so, wenn wir schon hier sind. Feinde haben wir hier nicht in Sicht. Genau, die Untersuchungsgebühr kann man nicht ändern. So laufen die Dinge auf der Bottle Street. Können wir uns... Hopp, 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 nicht aufmerksam werden auf uns. Nicht aufmerksam werden, Jungs. Ich denke, die beiden müsste ich außer Gefecht setzen. Fall, weil dort ja auch irgendwo ein Artefakt versteckt ist. Okay, okay. Vielleicht hier von oben. Gleich mal eine Flasche. So, mal gucken, wie schlau ihr seid, ob ihr da hingeht. Wäre sehr praktisch für mich. Ah, okay, machen sie nicht. Verdammt. Komm, nehmen wir doch eine mit. Wer macht dieses Geräusch? Aufhören! Da, 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 da. Na, komm doch mal her. Wollt nicht, ne? Muss da wirklich? Sehe ich mich so vorbei? Das sehen die doch. Ah, das sehen die nicht. Das sehen die nicht. Gut, aber da jetzt vorbeischleichen, das ist... Nee, die muss ich wirklich... Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Wow. Da bin ich jetzt aber echt überrascht, dass das geht. Ich hatte doch sehr nahe an denen dran. Ah, okay, noch ein Artefakt haben wir hier gleich. Eine Rune, noch eine Rune. Das ist das einzige Knochenartefakt, was jetzt noch übrig geblieben ist. Hm, da hochklettern, tatsächlich. Dass die mich hier nicht gesehen haben, da finde ich jetzt verrückt. War cool. Jetzt weiß ich ja so ein bisschen besser, wie ich mich vorbeischleichen kann. Muss ja gar nicht so extrem vorsichtig sein, wie ich eigentlich dachte. Ah, cool, ich kann auch hier hochklettern. Sehr gut. Bisschen Lara Croft. Dann kann ich aber wahrscheinlich auch irgendwie auf diese Rohre. Hup. Nein, kann ich nicht. Muss ich doch aber auch gar nicht.
Ich habe ja was ganz Wichtiges vergessen. Haha. Geil. Das ist geil. Ah, okay. Da bin ich jetzt an der Lichtwand vorbeigekommen. Dann mal schnell das Herz auslösen und gucken, wo das Knochenartefakt ist. Gucken. Lass mich ja nicht sehen. Hier noch. Clavering Boulevard. Okay. Ah, okay. Das gilt jetzt gerade als Lichtwand überwunden. Cool. Ah, wir sind so gut. Das Knochenartefakt ist also hier unten. Immer noch. Okay, okay. Ich will hier raus. Ah, okay, dann muss ich also irgendwo. Einen der beiden muss ich also niedermachen hier. Da versuchen wir doch gleich mal unseren tollen Falkensprung. Geht das von hier? Ah, ist vielleicht jetzt nicht die beste Position für sowas. Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Na, gucken wir mal, ob wir sowas können. Also, den einen. Ah, nee, da ist der Winkel zu realistisch. So, dann vielleicht? Ah, Betäubungspfeile. So, den einen so. Ups, so, oh, das war jetzt nicht besonders gut. Ich wollte ja eigentlich auf ihm landen. Ah, mich darf ja wirklich keiner sehen. Ich bin gefangen. Ah, bist du vielleicht der eine, den ich befreien soll? Cool. Dann ist da jemand. Ja, hier ist ein Retter. Junger Knabe. Alter Mann. Ich will hier raus. Ich die Dinger hier auf. Ja. Sie haben was gut. Cool. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Ja. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Cool. Griff, na, alles im Griff, Junge. Griff verkauft Plünderware im Bloodoxway. Wunderbar, cool. Ein neuer Verbündeter vielleicht. Kein. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ja, zeig mal. Elixier. Ah, Bauplan. 400. Komm, hauen wir raus. Wir haben es ja. Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände in Pieros Werkstatt beim Hound Pits Pub freizuschalten. Sehr schön. Und Sokolovs Formel, was ist das denn überhaupt? Die Formel für Sokolovs Elixier. Piero kann sie dazu verwenden, um eine Flüssigkeit zu destillieren, die Gesundheit wiederherstellt und gegen die Seuche schützt. Das kann der doch eigentlich schon. Aber wird das dann vielleicht verbessert? Ich kauf's einfach mal. Geld kriegen wir eigentlich eh genug. Betäubungsbolzen können wir uns nicht mehr leisten. Cool, Griff, vielen Dank. Guter Mann. Dann essen wir noch ein bisschen Dosenfleisch. Sammeln ein bisschen Münzen ein. Und hier muss doch... Ah, bin ich unten? Ist es oben? Bin ich oben? Ist es unten? Verdammt. Oh, da war er weg. Der gute Griff. Ah, da sieht mal einer an. Da kommen wir doch hoch. Und hier haben wir das Knochenartefakt. Und das ist das Neue.
Es dauert etwas länger, bis die Wirkung des Adrenalins abebbt. Na dann, gleich mal ausrüsten. So, was haben wir denn hier noch Feines? Ein Buch? Knochenartefakte. Das möchte ich lesen. Auszug aus einem Buch über Seemannstraditionen und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde vom Vater an den Sohn weitergegeben, von einem alten Hasen an einen Grünschnabel, der noch nicht auf einem schwankenden Deck geradeaus gehen kann. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Männer Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlich von Thyvia lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Manneskraft einen kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaft schützen. Ah, okay, Kontrazeptiva. Geologischer Bericht, das wird Kohle bringen. 75 Münzen, sehr schön. Jetzt hätten wir diese 100 wieder beieinander, um uns beim Griff diese Betäubungsbolzen zu kaufen, aber unser guter Griff ist abgehauen. Aber es ist ihm auch nicht zu verübeln. So, dann wieder runter. Und wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen nämlich hier hoch. Und da haben wir auch gleich die nächsten Feinde. Ups, 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 ups. Ah, verdammt. Das war so nicht geplant, aber wir haben es gut gemeistert. So. Viel Spaß in der dunklen Gasse. Achtung, Bürger von Dunbar. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Dann geh du mal weg. Shop and Surgery, The Duke and Dancer Alehouse. Oh, das sind jetzt einige. Lichtwand. Ah, es gibt wieder eine Lichtwand, die wir überwinden müssen. Galvanis Büros. Zu Dr. Galvanis Büros gehen? Nein, ich bleibe erstmal hier bei dieser Mission. Ah, ich wusste ja gar nicht, dass das hier doch so offen ist. Ich dachte, es ist wirklich so mit linearen Missionen und dass wir da gar nicht wirklich weiter davon abweichen können. Und wir wissen über diesen Galvani eigentlich noch auch gar nichts, oder? Er steht auch hier nicht in den Missionshinweisen oder sowas drin. An den Galvani kann ich mich nicht erinnern. Wieder in diese Tür gegenüber auch. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Du Arschgesicht. Aber jetzt siehst du uns vielleicht. Schleichen, schleichen. Psst. Hallo. So, und ich schnappen wir gleich. Mal hier ablegen einfach. Schon keiner vorbeikommen. Ah ja, okay. Wow. Jetzt ausrüsten. Nicht, dass wir da doch was in der Nähe haben. Ah, die ganzen Ratten. Jetzt nichts übersehen. Und er rüstet automatisch. Rüstet tatsächlich automatisch diese Pfeile aus, natürlich, weil ich diese auch hier drauf habe. So, wenn ich jetzt die 2 drücke, habe ich sofort die Betäubungspfeile. Das will ich so haben. Es wird eine ziemlich lange Folge, aber das im Moment glaube ich egal, oder finde ich das gar nicht so schlimm.
finde es cool, wenn wir diese Mission schaffen. Oder? Obwohl, jetzt haben wir ja nicht eine Etappe hinter uns. Dann mache ich jetzt hier einen kleinen Break und es geht in der nächsten Folge weiter, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Einen Daumen nach oben, dann werden wir euch loben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.